herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier in unserem RP-Projekt. Ich habe endlich einen Traktor da, ich habe einen Frontlader da, ich habe ein Gewicht hinten dran und ich habe einen neuen, besseren Anhänger. Und dann werde ich mich jetzt mal ans Verladen machen. Und ich werde jetzt kurz gleich mal testen, wie es denn funktioniert, wenn ich onboard fahre. Und wenn das gar nicht geht, Leute, dann verzeiht es mir bitte, dass ich es nicht onboard fahre. Aber ich werde gucken, dass ich das onboard hinkriege. So, ist halt immer die Frage. Warum habe ich denn hier falsche Musik drin? Ich hoffe mal, das war nicht bei allen Folgen. Das hat schon mal funktioniert. So. Gut. Dann schneide ich den gerade mal ein bisschen auf Länge. So, das ist nämlich die beste Art, wirklich Bäume zu transportieren. Ja, es ist kompliziert, weil ich sehe nicht, wo der Baum anfängt oder aufhört. Deshalb seht es mir nach, wenn ich hier jetzt mal ein bisschen cheate wieder. Aber es soll ja auch vorwärts gehen, gell? So. Und warte mal, den drehe ich gerade um. So, heute ist der erste produktive Tag mal wieder seit ungefähr einer Woche in-game, also real-life, real-life, weil heute verdienen wir mal ein bisschen Geld. Der Jürgen hat ja gesagt, ich kann alle Bäume hier einfach behalten, er will sie nur weghaben. Das ist natürlich ein guter Stundenlohn, denke ich. Und dann gucken wir mal. Ich muss ihm natürlich auch noch die 30.000 bezahlen. Für den Dodge Ram. Habe ich natürlich nicht vergessen. Liebe Leute, nein. Ach. Aber das können wir uns dann locker leisten. Also ich glaube, von der Arbeit hier kriegen wir ungefähr 30.000 raus. Und dann ist es locker easy drin. Das ist immer das Doofe hier mit den Wollen. Die wollen nicht immer so, wie ich will. Hallo Jürgen. Volker, du glaubst es nicht. Der Polizist ist gegen den Baum geschmettert, ey. Ja, und? Geht's ihm gut, oder? Ja, nicht wirklich ansprechbar. Die Feuerwehr hat den jetzt mal mitgenommen. Okay. Also der war schon heftig. Er ist zwar nicht schnell gegengefahren, aber er ist halt voll gegen das Klatsch. Ja, ich habe ihm vorhin extra noch gesagt, das war oben im Wald, oder? Ja, ja.
Ich habe ihm vorhin extra noch gesagt, oh, das habe ich aber komisch geladen, habe ihm extra gesagt, dass ich da die Bäume noch verbreitern muss, weil da kommt keine einzige Forstmaschine oder so hoch. Ja. Ah, und dann fährt er so blöd da durch, also dann ist er ein bisschen selber schuld, sorry. Aber hätte er natürlich besser aufpassen müssen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich, weil mit dem Tieflader kann ich da definitiv nicht hochfahren. Nee, das ist ja genau das, was der ich... Der setzt ja auf. Der setzt ja auf, weil ich muss da gucken. Ja, zum einen setzt er auf und zum anderen, selbst mit dem Skidder kommst du da nicht hoch. Aber mit ja, so einem ja, mit dem Vollenter. Meinst du, ne? Wobei, ich mache das ja sowieso immer anders. Ja, sonst muss ich mal gucken. Ich habe hier dieses diese Wechselbrücke, die IT-Runner da. Da habe ja. Ich auch so ein Tiefer da drauf. Vielleicht kriege ich den Bagger da drauf. Muss ich mal ausprobieren. Ja, das müsste gehen. Das wäre ja auch gut. Da gibt's ja glaube ich im Katalog eine, die ist mit Dings da, lass mich kurz als überlegen. Tieflader, ne? Ja, nur eine Plattform. Ja, dann, ja, ich hab hier bei unter Kategorie Tieflader die Fahrzeugplattform. Die hab ich, die kann man aufklappen. Ah ja, dann. Optimal. Vielleicht passt da der Bagger drauf, weil der wäre ja eigentlich gut, da könnte man ja auch den Dreck mit drauf tun. Ja. Ja, ich bin jetzt aber auch da. Okay. Die Bäume, die du hier... Ach, warum will denn der Baum jetzt nicht? Die Bäume, die du hier abgefällt hast, sind die, die weg sollen, gell? Ja. Ich glaube, okay. Da müssten noch ein paar weg. Gut, schauen wir gleich mal. Rüber. Ich bin jetzt auch da. Was ist denn jetzt mit dem Hans-Peter los? Oh, Scheiße. Jetzt so noch einen Unfall gebaut oder was? Ja, hier kommen sie nicht zum Arbeiten. Es ist seit, glaube ich, seit einer Woche der erste Tag, wo ich mal wieder was arbeite. Ich habe heute wieder Cheat Day. Wieso? Cheat Day. Ich sitze im Himmel. Was hast du im Himmel? Ich sitze im Himmel. Ah. Weil sonst ist das hier zu unmöglich. Wo willst denn du hin? Ja, muss mich irgendwie hier ausrangieren. Ich kann dir auch den Anhänger wegstellen. Aber du bist, glaube ich, schon durch. Jo, bin durch. Aber du, was ich dir sagen wollte. Ja? Du schickst mir immer vorher eine SMS, bevor du mich anrufst. Das musst du nicht machen. Nicht? Nee. Ich höre ja dann, wenn das Handy klingelt, klingelt, dann gehe ich schon ran. Ja, okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Jo. So. Och nee. Wenn ich da mit meinem Trecker runterfahre, dann bin ich erst übermorgen dort. Ich kann ja mal telefonisch anrufen, eventuell. Was verletzen die? Sind die alle doof oder was? Rufst du mal an? Ich hab keinen Bock, ja. Ganz ehrlich gesagt. Ey, ich. Mein Unternehmen geht sonst bankrott. Ich bin Förster. Ich bin kein Sanitäter. Ich muss hier Bäume richten. So. Weiß gar nicht, was die sich alle verletzen. Die schaffen doch sowieso nichts. Hallo? Hi, Volker. Hi. Ich hab gerade mit Neumann telefoniert. Und der meinte, da sind genug Helfer. Ja, also. Bin ich aber froh hier. Ja. Ich weiß nicht. Weiß gar nicht, was die sich alle verletzen. Die arbeiten doch sowieso nichts.
Ah, oh, das stimmt. Vor allem dieser Hans-Peter. Ah, Fahrzeuge im Internet ordern. Hab den schon oft gesehen, dass er sich nicht, dass er wo er nichts arbeitet. Vor allem damals in der Gemeinde Bergmann hat er auch nie gearbeitet und hat sich immer beschwert, dass ich ihn ärgern würde. Ach, ihr kennt euch schon was länger. Ja, früher. Muss ja immer wieder mal neue Herausforderungen suchen, deshalb. Das war schon vor einigen Jahren. Aha. Oh, das wird jetzt nichts mehr. Dann kann man putzen. Guck mal, komme ich hier irgendwie durch? Ja. Muss nur mal von hier hinten ran. Und dein Dings da abholen? Nee, gerade leider mal kommen. Ja, den habe ich vorhin weggestellt gehabt. Er stand mir hier im Weg. Den brauchst du ja nicht mehr, ne? Nö. Also meine Technik hier, die funktioniert fast am besten. Oh, der Hebel. Der ist sehr schnell momentan. Der wer? Der Hebel vom Radlader. Ach so. Ein Turbo eingebaut oder was? Keine Ahnung. Vielleicht hat einer der Jungs da rumgefummelt ein bisschen. Baumaschinen sind halt oftmals zu langsam. Ja. Der geht doch gut ab, ey. Brauchst du den nicht mehr, ne? Nee, kannst du haben. Gut, dann räum ich ihn weg. So, du, denn das Auto? Ja. Das ist irgendwie beim Gutachter, hatte Hans-Peter gesagt. Der wollte irgendwie nochmal, TÜV irgendwie. Ich meine, irgendwas muss da kontrolliert werden. Welches Auto? Na, meiner. Der Dodge. Der grüne. Ach. Den du mir damals zur Verfügung gestellt hattest. Wegen dem Harry Hochfahrer bestimmt, ja, da? Ja. Ach, wegen hier rausfinden, welcher umlackiert worden ist und so, oder wie, oder was? Ja, denke ich mal. Ich bin nur am Überlegen, weil eigentlich habe ich im Moment gar keinen Bedarf an einem Auto. Ob du den nicht einfach auch zurückgeben kannst? Kann ich, ja. Wenn du keinen Bedarf hast. Nee, wenn ich dann nochmal eins brauche, dann bin sowieso immer auf Einsatz. Brauche immer ein Einsatzfahrzeug. Also ein Trecker oder so. Hallo, Herr Hofer. Hallo. Wo bin ich denn hier gelandet? Sie sind hier im Telefonfunk vom Bauhof hier oben. Oh, der ist schon wieder. Ich glaube, schon wieder verlassen. Also wieder auf Reisen. So. Ja, ich bin hier mal ein bisschen am Aufräumen auf dem Bauhof. Ja, das sollte man gelegentlich tun, da hast du recht. Bin mal gespannt, wann meine Seilwinde hier kommt. Soll ich dir mal ein bisschen helfen? Du kannst mit der Biobelz, kannst du schon mal die Ding wegmachen. Oh, warte, schon mal gerade. Ach du. Die Baumstümpfe. Ja, komm, ich hol dir mal auf den Knoll. Er hat nämlich die Biobelz auch direkt von vorne dran. Ah ja, dann. Optimal. Gut. Also jetzt geht's so langsam mal voran. Ich glaube, morgen bin ich dann hier fertig. Ja. Oder vielleicht nach dem Abendessen. Hast du danach was zu tun? Beim Hans-Peter vielleicht. Wir hätten nämlich noch was. Ja, was denn? Der Knoll meinte mal. Vorne am Eingang ist ja links in der Kurve dieser Wald. Ja, neben der Scheune. Genau. Und hinter meiner großen Bauhalle. Ja. Den Wald komplett mal ein bisschen abforsten. Weil der Knoll wollte da seine ein paar Hallen hinbauen, wie seine Fahrzeuge.
Okay. Ja, können wir machen. Das wäre dann super. Ja. Kann man sich freuen, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Wenn ich da dann schon angefangen habe. Ja. Wenn ich es schaffen sollte. Ja. Ich muss ja ein bisschen mal mit so einer offenen Kamera fahren. Der Fan hat dann so eine außenrum, wie nennt man diese Kameras, die außenrum sind? Action Cam. Ja, nee. Wie so eine Drohne, als ob so eine Drohne über dem fliegt. Weißt du? Haben wir uns einbauen lassen. Das ist gut. Für den Bauhof extra für solche Arbeit. Ist ja auch eine Fernsteuerung dazu. Ja. Ist ja geil. Kannst du vorne in dem Display bedienen. Also beim Abendessen sitzen und dann. Kannst du in dem. Ja, gut, die geht halt nur in dem Traktorradius so ein bisschen, ne? Ah, okay. Die ist extra für den Traktor so außenrum. Da wird irgendwie über Satelliten irgendwie. So wird das gemacht. Gut. Du, hast du Bock zu grillen? Ja, können wir jetzt gleich machen. Ja, heute habe ich mal was geschafft, da kann ich auch mir ein paar Steaks gönnen. Und zwei, drei Bierchen. Ich will dann mal ein paar Würstchen holen, ne? Jo, mach mal. Bin dann gleich, wenn ich den hier voll habe, den fahre ich dann heute Abend noch kurz mal runter zum Sägewerk. Und dann passt's. So. Ich geh mal gucken, ob wir noch ein paar Würstchen haben. Jo, schmeiß mal an den Grill. Jo, Grill ist an. Ah, perfekt. Würstchen haben wir auch noch. Willst du ein Steak? Ah, so Bratwurst. Haben wir. Wie viele? Perfekt. Also vier Stück. Können wir hin. Da habe ich acht drauf. So, Tischdecken. Zack, zack, zack. Kaffee. Na, zu einer Bratwurst? Ne, lieber ein Radler. Okay, Radler, perfekt. Willkommen im Club. Also. Ja, hier. Ja, das war richtig. Danke. Also, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.